Hallihallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Professor Layton. Wir sollten ja hier hintergehen und einfach mal gucken, ob wir hier hinten Ramon finden. Sprechen wir den mal an, vielleicht weiß er ja, wo er steckt. Gerard. Oh, hallo. Sagt mal, ihr habt hier nicht zufällig eine große Münze gefunden, oder? Ich könnte schwören, ich hätte hier irgendwo eine verloren. Seht ihr, ich verliere in letzter Zeit dauernd Sachen. Um das alles zu ersetzen, wird langsam teuer. Ich bin ein richtiger Pfennigfuchser geworden. Vielleicht wollt ihr mir ja bei einer kleinen Geldfrage helfen. Rätsel 41 Wechselgeld, 30 Pikarate. Ach du liebe Güte, sieht kompliziert aus. Ein Seil und einige Münzen sind angeordnet, wie unten gezeigt. Wenn du ein Seil entziehst, strafft sich das Seil und schiebt die Münzen nach oben oder nach unten. Angenommen, du erhältst nur jene Münzen, die sich nach dem Strafziehen oberhalb des Seils befinden. Wie viele darfst du in diesem Fall einheimsen? Okay, gehen wir mal die obere Seite des Seils ab. Vielleicht finden wir eine Münze. Hier ist schon mal die erste. Zweite. Dritte. Vierte. Fünfte. Sechste. Siebte. Achte. Neunte. Damit habe ich erstmal insgesamt 9 gezählt. Und das werde ich einfach mal als Antwort eingeben. Nicht eins. Ja, 9. There we go. Ja, hey, richtig. Das war nicht kritisches Denken, das war einfach nur am Strick entlang gehen und Notizen machen. Oh, wie schlau ihr seid. Nun, tut doch einem alten Mann einen Gefallen und sucht nach der Münze. Du hast ein seltsames Bauteil erhalten. Wechselgeld steht nun im Rätselindex. Okay. Blaue Türen. Das sieht nicht so aus, als ob wir bald hier rein können. Eine Laterne. Eine Hinweismünze. Juhu. Gibt's hier noch irgendwas? Es ist schrecklich ruhig hier, geradezu unheimlich. Okay. Gehen wir mal nach hinten. Da steht jemand. Schläft er? Sieht nicht so aus. Ich sag euch, Sam Mister ist in letzter Zeit gefährlich geworden. Ramon zum Beispiel habe ich seit gestern nicht mehr gesehen. Wird der alte Gauner etwa vermisst? Beppo, das ist Beppo. Ich weiß nicht, wohin die Leute verschwinden, aber in letzter Zeit lösen sie sich einfach in Luft auf. Es ist nicht mehr sicher, alleine unterwegs zu sein. Tatsächlich? Können Sie uns vielleicht etwas mehr über diese mysteriösen Verschollenen erzählen? Nein, tut mir leid, ich weiß auch nichts Genaueres. Mir scheint aber, dass verschwenden nur Leute, die einmal geklagt haben. Dass sie müde oder erschöpft sind. Also, sonst kann ich mich an nichts erinnern. Vielleicht kann euch Zappone ja mehr darüber erzählen. Nach dem, was man so hört, weiß die alte Schnüffelnase immer über so ziemlich alles Bescheid. Das war der Detektiv, den wir vorher getroffen haben. Zappone, sagen Sie? Wo werden wir diesen Herrn wohl finden können?
Wie, was? Habt ihr ihn etwa nicht auf dem Weg hierher getroffen? Hängende Schultern, dazu ein Zwirbelbärtchen. Ihr erkennt ihn sofort, wenn ihr ihn seht. Oh je, es ist ja ganz schön schwer, bei diesem Fall voranzukommen. Nun, es ist noch lange nicht aller Tage Abend. Luke, lass uns noch etwas herumfahren. Verschwinden der Einwohner. Ungelöstes Geheimnis. Ich gehe erstmal zurück, weil ich glaube, ich habe den hier vorne gesehen. Nicht den. Oh. Hey, holla. Könnte ich euch zwei Knaben kurz mal beanspruchen? Ich habe da eine Frage und bräuchte jemanden mit einem kühlen Kopf, der sie mir beantworten kann. Wisst ihr, ich habe mir vor kurzem im Urlaub ein Kamera-ID gekauft. Seitdem werde ich aber das Gefühl nicht los, dass mich der Verkäufer betrogen hat. Rätsel 42. 50 Pi-Karat wert. In den Ferien schlenderst du über einen Markt und siehst einen kleinen Stand, an dem Kameras verkauft werden. Ein Set aus Kamera und ID kostet 310. Der Verkäufer sagt dir, dass die Kamera 300 Euro mehr kostet als das ID und dass das ID den Setpreis minus den Preis der Kamera kostet. Du beschließt, den Kauf einer Kamera zu verschieben und fürs Erste nur das schmucke ID zu kaufen. Als du dem Verkäufer einen 100-Euro-Schein gibst, siehst du, wie seine Augen aufleuchten. Schnell. Wie viel Wechselgeld ist er dir schuldig? Ein Mathe-Rätsel. Okay. Er sagt dir, dass die Kamera 300 Euro mehr kostet, wie es den Setpreis minus den Preis der Kamera kostet. Dass die Kamera 300 Euro mehr kostet, als es gefiel. Ein Set als Kamera und ID kostet 310 und die Kamera kostet 300 Euro mehr als ID. Das ID den Setpreis minus den Preis der Kamera kostet. Also kostet die 10 und das Wechselgeld wäre 90, nehme ich jetzt mal an. Wenn ich mich jetzt nicht vertan habe. Okay, ich habe mich vollkommen vertan. Denk scharf nach, sonst wirst du über den Tisch gezogen. Schauen wir uns das Rätsel nochmal genauer an. Die ersten 5 Pikarat haben wir eingebüßt. Okay Leute, dieses kleine Rätsel lasse ich euch und ich werde auch mal ein bisschen drüber nachdenken und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. See you later, Leute!